Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Mad Games Tycoon. Ja, Call of Kaiser hat eine absolut wahnsinnige Bewertung gekriegt von 98. Da fehlen nur 2% bis zu 100. Ich bin mal gespannt. Ja, ich würde mal sagen, wir starten die Produktion. Mal kurz auf Pause machen. Hat uns 15,5 Millionen gekostet, das Baby. Dann ist das halt so. 1 Million. Automatisch nachproduzieren, den halte ich für gefährlich. Aber ich mache einfach erstmal 2 Millionen. Ich bin mal optimistisch, was das Spiel angeht. Und da seht ihr, die Entwicklungskosten steigen ins Unermessliche. Wir sind fast pleite. Ja. Und gleich geht's dann mal ab. Oh, guckt euch das an. Beste Grafik, Call of Kaiser. Jawohl, Spiel des Jahres, Call of Kaiser. Yeah, haben wir geschafft. Super. Ja, genial, ne? So, 2 Wochen. 1 Woche noch. Werbung läuft, gehypt ist es immer noch. Und Action. Über 100.000 in der ersten Woche. Unglaublich. Nach 5 Wochen haben wir die Millionen geknackt? Nee, nach 6 Wochen haben wir die Marke von 1 Million geknackt. Und leck mich am Purpose. Da würde ich sagen, hauen wir direkt mal ein Update hinterher. Alles rein, kostet nur 1 Million. Wir haben ja jetzt schon mehr als zuvor hatten. Ja. Sehr, sehr geil. Nochmal 1 Million dazu durch die Engines. Bam. Und jetzt geht's wieder hoch. Lagerbestand, ich muss nachproduzieren. Call of Kaiser, mach nochmal 2 Millionen, komm. Das kriegen wir nochmal hin hier. Müssen wir natürlich irgendwann langsam mit dem Preis wieder runtergehen, aber erstmal genießen wir das so. Solange es geht. Ah, und wir schrappen immer kurz über dem Lagerbestand, aber... Es geht noch. Sprachpaket-Patch brauchen wir eigentlich nicht, ne? Machen wir nochmal so ein halbes Update nur. Wollt ihr nicht direkt verwöhnen? Millionen. Klar, Messe. Gehen wir wieder mit unserem Call of Kaiser hin. Und nach der Messe hätte ich jetzt eigentlich mal so einen richtigen Schuss nach oben erwartet, aber das war leider nichts. So, wir sind immer noch auf Vollpreis. Ich mache jetzt nochmal ein großes Update hier. Und wollen wir mal schauen, ob wir da noch ein bisschen mehr wieder die Verkaufszahlen hochkriegen. Ja. Funktioniert. Fast 4 Millionen Stück verkauft. Ich produziere nochmal 1 Million nach. Und sollen wir schon mit dem Preis runtergehen? Ein bisschen. Wir gehen um 10 mit dem Preis runter. Kann ich das auch wieder rausnehmen? Ach nee, kann ich nicht mehr ändern. Genau. Schade. Ja, da huschen die Verkaufszahlen nochmal ein bisschen nach oben. Immerhin. 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 Machen wir nochmal ein Update. Zu der Preissenkung und dann sollten wir noch Verkaufszahlen nochmal steigern können. Ist schon wieder durchverkauft, das durchentwickelt. Das ist so schnell hier. Jetzt muss ich mal eben. Wo ist er? Wo sind die beiden? Nicht aus Büchsen gehen hier. Die Klopper, ey. Musik und Sound, Grafik. Mach doch mal Grafik-Extremkurs hier. Du gehörst dahin. Aha, guck mal, dann schwing deinen Arsch wieder da rein, Meister. Programmierung, da kriegst du mal den kurzen oder den mittleren her. So, und wo ist der Meister? Da. Auch Programmierung, machen wir auch mal den mittleren. Wollen wir mal schauen. Vielleicht reicht es ja. So, Werbung für Call of Kaiser wird immer noch gerührt, aber da können wir auch mal abbrechen, glaube ich. Immer noch Radio-Werbung. 18 Jahre lang im Radio. Werbung für ein Spiel, um Gottes Willen, ey. Wisst ihr, was ich total verballert habe bei dem Spiel? Fällt mir gerade ein, den scheiß Kopierschutz. Ich habe den Kopierschutz überhaupt nicht mit. Oh Mann, ey, das hätte so ein gutes Spiel werden können. So, wie wir sehen, alle Kopierschutzschütze sind scheiße.
Eine bessere Story hätten sie sich gewünscht. Genau, wir können mal einen Spielbericht von Call of Kaiser anfertigen. Huddle, huddle, huddle. Das ging drüben in der Quali-Sicherung. Mal zuweisen. So, alle hier rüber. Spielbericht erstellen, Spielbericht erstellen. Call of Kaiser mit 98 verdammten Prozent, ey. Das kriegen wir aber noch getoppt. Das kriegen wir noch gesteigert auf jeden Fall. So, ihr seid auch alle gut im Programmieren, ne? Hab ich gehört. Geh mal mit in die Quali-Sicherung. Du auch. Und du auch. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Spielbericht sagt. Oh, ich sollte mal den Preis noch ein bisschen senken hier. Das Spiel ist durch auf jeden Fall. Weil ich keinen Kopierschutz eingebaut habe. Ich weiß, es ist unglaublich. 25, komm. Neuer Sonderpreis hier. Ja, da gehen die Zahlen immer gut nach oben. Wir produzieren jetzt nochmal eine 500.000 nach und dann, 250.000. Zack, und die können wir so in Ruhe abverkaufen. Haben ordentlich Geld auf der Tasche. Ey, ich habe immer noch nicht neu gestartet. Mein Rechner wegen Mausproblem. Nein. Meine Spiele, wo sehe ich das denn nochmal hier? Wo kann ich die scheiß Spielberichte sehen? Company. Firmenname, Firmenlogo. Ah! Das Firmenlogo möchte ich aber nicht. Entwickler, Plattform. Sehe ich da gar nicht, ne? Aber ich kann auch andere Firmen kaufen. Warte mal, wie geht denn das? Das ging da auch irgendwie. Immobilien kaufen? Bei der Bank? Ne, 30 Millionen Kredit. Ich kann euch einen Kredit geben. Idioten, ey. All-Time-Charts. Oh, nein. Call of Kaiser ist All-Time-Charts. Nummer 1. World of Kaiser mit 1,77 Millionen auf Platz 4. Ja, immerhin. Werden wir auf jeden Fall alles erobern. Fanbriefe, Umsatz, Konzepte. Sehe ich das da drin? Nee, ne? Ja, mei, wie konnte ich dies dann nochmal sehen, ja? Tochterfirmen? Ja, wie kann ich denn Tochterfirmen? Oh, nicht aufgepasst. 182 Millionen. Das ist für einen Starter mal gar nicht so verkehrt. Nee, brauchen wir nicht. Jetzt mal ehrlich, wie kann ich denn Tochterfirmen kaufen hier? Wie mache ich das denn? Habe ich irgendeinen Raum noch nicht gebaut oder was? Ne, da haben wir alles. Das muss doch hier. Ne, da auch nicht. Das muss doch hier irgendwo funktionieren, oder? Wieso ist denn der Firmenname jetzt weg? Da ist er doch. Machen wir nochmal Kaiserkorb hier. Vielleicht muss ich erst eine Firma gründen und kann dann. Das habe ich nämlich noch nie gemacht. Das ist jetzt alles hier Neuland für mich. Nö. Ah. Da guckst du. Firmenwert. Nicht sehr viel wert. Bing. Tigerhead Studios. So kann ich jetzt. Kann ich jetzt kaufen? Oha. Gott sei Dank verliere ich nichts, wenn ich die Aktien kaufe. Okay, das ist mal. Ach, 500 Millionen ist ja schwer. Ich dachte hier 500. Oder keine Million hinterstand. Aber da können wir die Firmen kaufen. Alles klar, gut. Entwickler. Und dann kann ich auch sagen: Hier, mal, gib mir mal nur die mit einem Stern. Das ist interessant. Okay, wir brauchen Geld. Wir brauchen einfach massig Geld. Und wir haben noch nichts für die Konsolen erforscht. Signore Kaiser, wo ist der Kaiser? Wo steckt er denn hier? Sehe ich es nur, wenn es läuft? Nee, da muss er hier irgendwo rumgammeln. Da ist er. Komm mal her. Geh mal da rein. Und jetzt machen wir hier Konsolenforschung. Das dauert mir zu lange. Das dauert mir wirklich zu lange.
Raumforschung abbrechen und wir reißen diesen Raum mal eben ab. Ja, und bauen uns hier oben provisorisch nochmal ein Forschungsräumchen. Ja, mei, bin ich jetzt. So, ein etwas kleineres. Wo wir dann ein paar Schreibtische reinstellen. Und vielleicht mal irgendwie ein paar Leute holen, die da reingehen. Komm, das ist jetzt... Ich will echt nur eben hier die Sachen durchentwickeln. 11, 18, 22, 5, nein. Wie viel habe ich hier drin? 11. Also 3, 4, 8, 19, 11. Genau, einen Schreibtisch noch rein und dann kann ich die mal eben alle rüberziehen. Nur einen zur Sicherheit. So. Liebe Leute der Qualitätssicherung, bitte einmal alle rüber in die Forschung. Dorthin. Los, lauft, lauft, lauft. Und dann erforschen wir mal eben hier alles bei der Konsole. Ach, geht doch ein bisschen schneller, vor allem wenn der Rest endlich mal reinkommt. Aber ist das schnell? Das muss ich jetzt echt hier... Oh, Mann. Alles durchmachen. Wir sind erst bei 7 Megahertz. Oh, Mann. Ja gut, die Forschung müssen wir aber einmal durchziehen, weil ich möchte auf jeden Fall Konsolen bauen. Ich habe auch noch nie Konsolen in diesem Spiel selber gebaut. Und wenn ich mir diese ganzen Millionenzahlen mal angucke hier, dann ist das schon ein bisschen was. Bis wir erstmal beim großen Chipsatz sind. Ich sag mal, 100 Millionen geht da bestimmt für drauf, ne? So, Konsolenforschung. Ich muss mich noch an den neuen Knopf hier gewöhnen. Nein, brauchen wir nicht. So, dann verkaufen wir unsere Konsole schön 8 Milliarden Mal und dann entwickeln wir natürlich auch Spiele dafür exklusiv. Können wir das machen, dass nur wir Spiele dafür entwickeln dürfen? Das wäre auch doof, ne? Dann schieße ich mir ins eigene Bein hier. Ne, das geht nicht. Ja, wir werden mal schauen, wie wir das machen. 5 Millionen. Läppischen 5 Millionen hier. So, wie sieht's denn aus bei den lieben Leuten hier unten? Ach, guck mal, dann machst du mal Game Design. Zack, und wie sieht es bei dir aus? Du machst auch Game Design. Und wie sieht es bei dir aus? Er ist ein bisschen versteckter. Du machst den mittleren... Achso, er ist noch dran. Okay, Verzeihung. Du machst auch nochmal den mittleren Grafikkurs. So, die Konsolenforschung ist durch. 8-Kerner. Jetzt rennen die wegen diesem beschissenen Wasserspender. Komm, ich stelle ihn genau in die Mitte. Dann kommt jeder im Büro direkt an den Wasserspender ran. Und keiner muss erstmal wieder durchs Büro laufen. Machen sie sowieso, aber... So, Konsolenforschung. 16 Core. 12 Millionen. Aber die Entwicklung geht recht fix, muss ich sagen. Und hier drüben ist es dann... Oh, ja. Ah, ich bin sehr, sehr gespannt, wie so eine... Ey, fast 1 Million Fans, die sind alle traurig. Warum? Leute, seid doch nicht traurig. Da. Oh, nein. Was habe ich jetzt gemacht? Du auch noch rein? Jetzt komm, jetzt seid doch wieder... Ja, sind sie wieder glücklich. Siehste. Geht doch alles. Genre erforschen. Nee. Nicht Genre. Controller. Und dann, das geht ja Gott sei Dank ganz fix. Und es gab mal irgendwann die Möglichkeit, ich weiß auch nicht mehr, wo es ist, alle Forschungen hintereinander in eine Schlange zu tun, dass ich hier nicht 8 Milliarden mal klicken muss. Weil das nervt. Boah. Das war mal drin. Ist das bei den Optionen vielleicht? Habe ich es vielleicht einfach nur nicht eingeschaltet? Gameplay-Einstellung. Hui. Geschwindigkeit, Größe. Nee. Da steht nichts. Da steht nichts. Ah, Verzeihung. So, und Controller Generation Nummer 5. Vergesse ich den Kopierschutz, ey. Trotzdem ein paar Millionen verkauft. Geht auch ohne. So,
haben den letzten Controller entwickelt oder erforscht eher und dann. Ja, ich bin mal gespannt, wie lange so eine Konsole für die Entwicklung braucht. Modul, das Modul. Kennt ihr das? Kennt das nur einer? Ja, ne? Bestimmt. So. Boah. Und sonst so? Bei euch? Alles gut? Ich habe jetzt so viel vorproduziert. Ich weiß gar nicht, wenn ihr diese Folge sehen werdet. Das wird erst in 2 Wochen sein, glaube ich. Aber egal. Gruß aus der Vergangenheit. Ja, ihr versteht, was ich meine. La 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 la. DV-Disc. Wir präsentieren Ihnen die DV-Disc. Eine Blue-Disc. Ja, das ist doch mal eine Arbeitsgeschwindigkeit hier. Da kann man mit leben. 2,37 Millionen für eine Engine. Finanziert mir alles hier. Also Engines, muss ich immer noch sagen, absolut. Die Super Ray. Oh, wir entwickeln die Super Ray. Die durchleuchtet dann alles. Ist das ganze Haus auf einmal great. Aber einer fehlt. Ich habe noch Platz für einen, ne? Einer ist noch. Ja, einer könnte noch. Wer will denn? Ne, du machst nochmal Game Design hier. Und du machst. Ja, auch Game Design und. Programmierkurs, aber den dicken. Ja, die eigene Messe plümpelt da vor sich hin. Wir haben fast 1 Million Fans. Aber nur fast. So, also eben schniekes Gehäuse erforschen hier. Nee, ich habe ja noch keine Konsole. Noch entwickle ich keine Konsole und deswegen, nee, gibt's noch kein Gehäuse. Noch keine Messe. Kein Gehäuse. Gehäuse entwickle ich gerade. Bäh. Feuerlöscher. Wie viele denn noch? Jetzt mal ganz ehrlich. Scheiß Feuerlöscher hier. Mann, da genug Feuerlöscher. So. Was? Wir können hier eine Schaumparty machen, da mit den ganzen Feuerlöschern. Oh. Liebes Spiel, ich möchte einfach sagen, ey. Geht das nicht hier irgendwie? Um Gottes Willen, KI einschalten, ganz schlimme Idee. Mach das bloß nicht. Muss auch nicht Wände. Nee. Oh, wieder eine Million. Ein Millionchen dazu. Ich habe noch ein bisschen Rest, ne? Komm. Hauen wir raus. Haben wir das Lager leer. Consolero-Forschung. Was waren die? 128 Bytes. Das waren noch Zeiten damals. Damals mit einem Pentium 4, war mein erster PC. Boah. Weiß ich gar nicht mehr, was. Nee, Quatsch, Pentium 4 nicht. Wie hießen die denn nochmal? Pentium 2, 1, ich hab da. Also, auf jeden Fall kein 486er mehr, das war schon danach. Das war 1995. 96. Jetzt habe ich. 1996 habe ich meinen ersten PC gekauft. Von meinem ganzen Konfirmationsgeld, das habe ich da auf den Kopf gehauen. Um Gottes Willen, 20 Jahre ist das schon her. Alter Sack hier. Aber es war geil. Was war denn das nochmal für ein... Das war von Escom. Der Gehäuse alleine wog 80 Kilo. Ich hatte eine 20 MB große Festplatte, das weiß ich noch. Die habe ich sogar noch irgendwo rumliegen. 20 MB groß. Müsst ihr euch mal überlegen. Mit Diskettenlaufwerk natürlich und mein erstes Spiel, was ich mir dazu gekauft habe, war X-Wing. Da habe ich sogar die Verpackung noch im Speicher liegen. Das war ein geiles Spiel, der X-Wing damals. Mann! Revolutionär in meinen Augen. Fand, das war so geil, Star Wars und dann konntest du selber einen X-Wing fliegen und TIE Fighter abknallen. Boah, habe ich das gefeiert. Ja, wenn ich es heute angucken würde, ich glaube, oh Gott. Ja, das waren schöne Zeiten damals. Und Dune war es und Command & Conquer das erste. Oh Mann! Die kleinen Raketenmännchen mit Raketen. Boah, war das toll. Ja, egal. Ja, ist halt immer noch Hobby, ne? Macht Spaß. Und vor allem, wenn ihr Spaß dran mit dabei habt, ist das super. Besser geht's auch gar nicht. Also, wenn ich zocke und da hat jemand Spaß dran. Finde ich cool. Ich hab Spaß, ihr habt Spaß. Das Leben kann so einfach sein, oder?
Außer für die Leute, die hier arbeiten müssen da im Spiel. Das ist also, da möchte ich nicht arbeiten. Die kriegen ja mal schön auf die Fresse die ganze Zeit. Ja, hier unten, die können sich ein bisschen ausruhen, ich weiß. Die sind gerade ja, im Chill-Mode. Game Design. Und nachher wird es wirklich anstrengend, wenn du 80 Leute hast, die erstmal alle aufzuleveln und so weiter. Das machen wir so peu à peu. Wenn wir keinen, der uns hetzt. Außer wir uns selber. So, Musikkurs. Und du bist gleich fertig mit Programmieren. Jawohl, Programmieren. Kriegst du nochmal den mittleren Kurs. Schawing. So, wir haben es fast. Aber wir sind auch geldtechnisch ein bisschen wieder in den Keller gerutscht. Ein kleines bisschen nur. Aber Call of Kaiser hat uns sozusagen jetzt hier unsere Konsole finanziert, die noch nicht fertig ist, aber die wir jetzt gleich komplett erforscht haben. Und die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Verdammt! Aber komm, das erforschen wir eben noch fertig und dann sagen wir den lieben Leuten hier, hey, wir haben da was für euch. Wie viele Leute passen denn hier in meine Konsolenentwicklung rein? 8. Ne, finde ich ein bisschen wenig. Da müssen mehr rein, oder? Geht das noch? Ich würde gerne alle... Wo ist er denn da? Konsolenentwicklung. Ich würde gerne alle... Nee. Es ist gemütlich hier. 12. Ja, wunderbar. Guck mal, perfekt. Passt doch. 1A, nehmen wir nämlich das ganze Personal und weisen es mal der Konsolenentwicklung zu. Jetzt entwickeln wir eine Konsole. Oh. Und die nennen wir einfach Kronjuwel. Frag mich nicht, bin ich einfach so drauf gekommen. 16 Kern, passt. Da sind schon die ganzen tollen neuen Sachen drin. So, Farbe. Wieso ist kein Gelb dabei? Machen wir sie knallrot. Und Action? Ist noch keiner da. Hinsetzen und arbeiten bitte. Ach du Scheiße. Okay, jetzt geht's doch schneller. Ich dachte gerade schon, es dauert ja die ganze nächste Folge, bis die Konsole fertig ist. Nö, aber das läuft doch. Gut, dann... Oh. Da habe ich nicht auf den Preis geachtet, was? Aber wir verkaufen Engines und muss auch ein bisschen spannend bleiben, ne? Sind wir mal eben schnell wieder auf schlanke 9 Millionen runtergeknallt. Ich muss Auftragsarbeiten machen. Auftragsarbeiten, die retten mich jetzt. Was haben wir denn da? Können wir noch mal gucken. Einfach nur mal. Ach du Scheiße. Ja gut. Nee, lassen wir das. Wir können ein paar Produktionsaufträge machen. Mann, ich bin voll über der Zeit hier, aber... Egal. Ja, das ist doch schon mal die Miete drin. Nein, es rettet uns überhaupt nicht. Aber da habe ich ja überhaupt nicht drauf geachtet. Oh. Marketingkampagne. Nee, für die Konsole. Automatisch wiederholen. Flyer. Ja, wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Fünf, zehn, ja, das ist... Ach, solange Engines reinkommen, ist alles gut. Bin ich mal gespannt, ey. Aber die Punkte sehen gut aus. Okay, gut. Jetzt ist aber Feierabend. Wie Kronjuwel oder das Kronjuwel sich verkaufen wird. Natürlich gehen wir auf die Messe mit unserer Konsole. Nochmal Fans dazu, 36er Hype, alles klar. Wie Kronjuwel sich dann verkaufen würde und wie das Ganze aussieht, das seht ihr dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst mir den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal bei Mad Games Tycoon. Tschüss.